Hallo beim Kanal von Gammerton Drake. Wir spielen Spider-Man und sind beim nächsten Sträflingslager angekommen. Bonusziele, 15 perfekte Ausweichmanöver und etliche Finisher anzusetzen. Dafür wiederum erhalten wir Basismarken und die Basismarken können wir dann wieder in unsere Gadgets oder auch in einzelne Anzüge nachher stecken. Du bist sehr, sehr müde. Glaub mir, das ist weniger schmerzhaft. Es ist Spider-Man. Ich will ihn tot sehen. Er muss auf den Boden! Das wird wehtun! Für Leute, die gerade aus dem Raft raus sind, wollen die aber dringend wieder zurück. Na, wenn wir uns die Bonusziele angucken, ist ja doch noch allerhand zu tun. 14 Ausweichen gab es so noch gar nicht. Die Möglichkeit für Finisher. Ja, vielleicht habe ich am Anfang das mit den Netz-Takedowns ein bisschen übertrieben. Müssen wir gucken, wo wir nachher am Ende sind. Aber es ist halt eine andere Hausnummer von den verglichen mit den Sable-Außenposten. Also wer das letzte Video gesehen hat, Sträflingslager, ja. Da geht man halt mehr oder weniger so ein bisschen so durch. Und dolle befürchten braucht man da eigentlich ab dem Zeitpunkt mit der Ausrüstung nichts mehr. Stärkung. Hört zu, Leute, das wird euren Bewährungshelfer nicht gefallen. Spider-Man, hier wurden Schüsse gemeldet. Das kann ich bestätigen. Sie treffen allerdings niemanden. Seh zu, dass es so bleibt. Da ich der Einzige bin, auf den Sie zielen, bin ich damit völlig d'accord. Ich mach das fertig! Ist es traurig, dass ein paar Kriminelle mehr treue Kumpels haben als ich? Also ohne den Teufel an die Wand zu malen, wir befinden uns jetzt schon bereits bei Welle 5 von 6. Wenn ich mir gucke, was wir bisher geschafft haben von den Ausweichmanövern, als auch von den Finishern. Ich glaube, alle Basismarken, wenn wir bei diesem Sträflingslager hier nicht bekommen, muss man dann mal schauen, ob man das später dann nochmal spielt, ob man denn wirklich alle Basismarken benötigt zum Aufrüsten aller Anzüge oder auch aller Gadgets.
Okay, vom Ausweichen her sind wir bald da. Aber ich glaube, das mit den Finishern, dazu sind wir schon in einer der vorletzten Wellen. Das wird nichts mehr. Es wäre toll, wenn sich einmal jemand auf meine Seite in den Kampf stürzt. Also wer die Sorge haben sollte, Mensch, jetzt habe ich das nicht ganz geschafft, alle Bonusziele nicht erreicht. Man hat immer noch die Möglichkeit, einzelne Basen im späteren Spielverlauf nochmal zu versuchen, um dann halt wirklich alle Basismarken zu bekommen. Also nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Man hat die Möglichkeit, sich einmal durchzuprobieren und dann notfalls, falls eine Basismarke fehlt, macht man das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal und holt sich dann die restlichen Basismarken. Jämmerliche Spinne! Captain, die Ausbrecher und ihre Waffen sind eingesponnen und abholbereit. Danke. Wir hätten sie nie ohne Kollateralschaden gekriegt. Ich hoffe, die Leute danken es dir. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, abonniert, Daumen hoch. Bis dann.